Ich möchte euch einfach mal ganz kurz den Standpunkt erklären, was bei mir momentan so los war, was momentan so los ist. Also, ihr wisst ja, Leute, ich gehe normalerweise immer Samstag oder Freitags mit OMETV live. Das macht mir auch mega viel Spaß und ich habe auch immer richtig Bock auf euch, dass ihr dabei seid und alles, ja? Jetzt möchte ich euch erstmal erklären, warum ich jetzt nicht live gewesen bin. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen. Meine Mutter ist am 22. November 2020 leider verstorben, ja? Das müsst ihr euch vorstellen, das wird jetzt ein bisschen privat hier, aber das ist mir egal, ich habe damit kein Problem, das zu teilen. Meine große Schwester, die Jenny, die ist 34 Jahre alt. Und meine große Schwester hat eine Lernschwäche, also LRS hat meine Schwester. Meine Schwester war aus diesem Grund immer bei meiner Mutter mit meiner Mutter zusammen. Das heißt, sie hat auch mit meiner Mutter gewohnt, ja. Und ja, jetzt müsst ihr euch halt vorstellen, jetzt ist halt meine Mutter verstorben und meine Schwester war jetzt in einer 3-Zimmer-Wohnung alleine, ja. Mit dem Hund noch von meiner Mutter, mit ihrer eigenen Katze, noch ein Kaninchen, ein Aquarium, so einen kleinen Zoo. Meine Schwester mag halt Tiere, aber das ist halt eine andere Geschichte. So, meine Schwester bekam jetzt für 6 Monate noch vom Arbeitsamt die Miete da bezahlt, weil die im Moment arbeitssuchend ist, okay? Jetzt war am Wochenende, war halt der Umzug von meiner Schwester, von meiner großen Schwester. Meine Schwester wird mit 34 jetzt das allererste Mal alleine leben, Leute, okay? Und wir mussten jetzt erstmal am Donnerstag die Wohnung entrümpeln, beziehungsweise entrümpeln lassen. Und das meiste davon habe ich finanziert, dank euren Support, Leute. Also ihr müsst euch vorstellen, ich verdiene ja ein bisschen was durch YouTube. Und das ganze Geld, was ich halt verdient habe, landet immer auf einem YouTube-Konto. Und so eine Entrümpelung ist halt nicht billig. Ich muss jetzt hier nicht sagen, was ich da bezahlt habe oder so. Auf jeden Fall haben meine kleine Schwester und meine Wenigkeit halt die Entrümpelung bezahlt. So. Und jetzt am Samstag war halt der Umzug. Und ihr dürft halt nicht vergessen, ich gehe auch noch Vollzeit arbeiten, Leute. Ja? Ich gehe Vollzeit arbeiten, das heißt, ich habe das immer alles gemanagt, egal ob ich YouTube gemacht habe nach der Arbeit, so. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Woche gearbeitet, bis heute, und ich hatte jetzt am Wochenende Frühdienst. Das heißt, nach dem Frühdienst am Samstag haben wir diesen Umzug gemacht, okay? So, meine Schwester kam aus Köln mit ihrem Freund, mit einem Umzugswagen, und wir haben das Ganze dann gemacht. Wir mussten 2-3 Mal fahren, weil es dann doch ein paar kleinere Sachen mehr waren als gedacht. Der ganze Umzug hat wirklich so nach der Arbeit bis abends ungefähr 6 Stunden gedauert, ja? Und jetzt kommt halt der Oberhammer, warum es halt heftig wurde. Warum ich gestern auch nicht mehr live gekommen bin. Also, ich wollte eigentlich abends noch streamen, obwohl ich mich wirklich heftig müde gefühlt habe. Ich bin kein großer Mann, der anpackt, ja? Ich bin hier kein Muskelprotz, auch wenn ich hier mal ziemlich breit manchmal aussehe. Also ihr wisst, was ich meine, so für meinen Ausmaß einfach. So, das heißt, ich war einfach von der ganzen Schlepperei mit Waschmaschine, Kühlschrank und alles. Ich war ein bisschen kaputt. Ich musste richtig viel schleppen mit dem Freund von meiner Schwester, mit Marvin. Also Gruß geht raus an einen Kumpel. Und wir haben da auf jeden Fall viel gemacht. Aber jetzt, Leute, kommt einfach mal der Oberhammer. Ja, jetzt kommt der Oberhammer. Passt auf. Dann um 20 Uhr musste meine kleine Schwester wieder nach Köln fahren wegen der beschissenen fucking Corona-Ausgangssperre, ne? So, aber wir wollten uns gerade verabschieden. Meine Schwester sagt Dankeschön und so, bla bla bla. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Dann fällt meiner Schwester auf, die hat ihren Schlüssel in der Wohnung liegen lassen, ja? Das heißt, also Leute, sagt mal Chat, was macht man dann, wenn man den Schlüssel in der Wohnung liegen gelassen hat und man hat keinen zweiten Schlüssel? Bitte? Was macht man dann? Man muss den Schlüsseldienst rufen, Leute. Ja? Man ruft den Schlüsseldienst. Also Leute, stellt euch vor, in dieser Wohnung waren die ganzen Tiere von meiner Schwester. Das heißt, wir mussten da irgendwie rein. Die Möbel waren da drin, die Tiere waren da drin. Wir mussten irgendwie in die Wohnung rein, wirklich. Okay? So. Und das heißt, ich habe den Schlüsseldienst angerufen und ich bin dann, einfach mal gucken gegangen. Wie heißt es was? Also wo ich halt jetzt schnell einen Schlüsseldienst herbekomme aus unserer Stadt. Ja? So. Ich habe dann jemanden angerufen. Nach gefühlt 90 Minuten kam dann jemand. Es war dann 9.30 Uhr, also 21.30 Uhr. So, und dann kamen da 2 Fatzken an, ja? Und Leute, jetzt haltet euch mal fest.
Ja. Jetzt haltet euch fest. Das ganze Theater, um die Wohnungstüre aufzumachen, das war natürlich nur 10 Minuten Arbeit, wenn überhaupt. Leute, schreibt mal in dem Chat, was denkt ihr, was mussten wir bezahlen, um diese Türe zu öffnen? Was mussten wir bezahlen, Leute? Was meint ihr? Ja. Julia, vielen, vielen Dank für dein Euro. Ich küsse deine Augen. Okay, also ich sehe hier schon ein paar Zahlen im Chat, ne? 150 Euro, 500 Euro, 200 Euro und so. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, guck mal, meine Schwester ist arbeitssuchend, das heißt, meine Schwester hat auch keine Kohle. Ey, René, vielen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft Level 3, da sage ich gleich noch was zu. Echt, Kuss geht raus für deinen Support. Also ihr habt jetzt hier verschiedene Zahlen reingeschrieben, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin halt wirklich zur Bank gegangen, ich habe da nochmal ungefähr 350 Euro gezogen. Ich habe auch so gedacht, 150 bis 200 Euro wird der Spaß mich kosten. Weil, Leute, ihr dürft nicht vergessen, es ist Samstag gewesen, nach 20 Uhr. Vielen, vielen Dank, René, für deine Mitgliedschaft. Auf jeden Fall, ich küsse dein Herz. Auch nochmal vielen, vielen Dank für den Sub bei Twitch. Also, Leute, nach 20 Uhr, samstags, und der Typ kommt mir an und sagt halt so, hör mal, so und so, die Preise hier, Rechnung habe ich dabei. Könnte ich euch eigentlich auch mal zeigen, habe ich in irgendeiner Jackentasche hier. Ja. Rechnung, 189 Euro, weil es ein Notfall ist, ja. Dann, weil Samstag ist und weil nach 20 Uhr ist, kommen da 100% Aufschlag drauf. Also, wer jetzt Mathematikkünstler ist, kann sich das hochrechnen. 190 mal 2 sind 380, 378 Euro. Da kommt die Anfahrt, dann kommt der Arbeitspreis. Ja, so. Da waren wir dann auf einmal bei über 500 Euro. Ich glaube, es waren 521 Euro. Jetzt habe ich gerade schon mal erzählt, meine Schwester ist arbeitslos. Meine Schwester hat auch nichts gespart oder zumindest nicht viel. Meine Schwester hat nicht viel Geld. So, Leute. Und jetzt, wer musste den Spaß bezahlen? Oder wer könnte den Spaß bezahlen? Also, wer könnte den Spaß bezahlen? Mein Vater gibt's nicht mehr, meine Mutter gibt's nicht mehr, meine kleine Schwester ist Studentin. Wer muss den Scheiß dann bezahlen? Der liebe Julian. Janis King hat es verstanden, Leute, ne? Also, ihr könnt euch also vorstellen, was ich gestern für einen wunderschönen Tag hatte. Für manche ist das Heulen auf hohem Niveau. Aber Leute, ich sag euch, das war ein richtiger Schlag in die Fresse. Da habe ich mir halt wieder gedacht. Leute, ohne YouTube... Ohne YouTube, bin ich ehrlich, Leute, ich möchte nicht damit prahlen, ohne die YouTube-Unterstützung, egal ob von den Leuten, die nur reinklicken, die Leute, die Mitglieder sind, die Leute, die auch gerne mal was spenden, vor allen Dingen Leute auch wie Steven, die einfach mal größere Spenden gemacht haben in den letzten Jahr. Ohne diese Sachen, Leute, hätte ich das nicht machen können. Ich bin dann an meinem YouTube-Konto gegangen. Steven, Kuss geht raus. Ich bin dann an meinem YouTube-Konto gegangen. Hab dann nochmal 250 Euro gezogen, damit ich die Boys da bezahlen kann. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 521 Euro, ja. Und dann habe ich halt natürlich gesagt, hört mal Leute, ich komme heute nicht mehr live. Ich war, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, man war so unter Druck gesetzt, ich konnte auch keinen anderen Schlüsseldienst anrufen, weil ab 22 Uhr ist Ausgangssperre, ja. Das heißt, ich musste das jetzt machen lassen, damit ich überhaupt wieder nach Hause komme, ja. Ich war einfach kaputt, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich. Und ich muss mich jetzt auch mal bei euch auskotzen. Weil ich bin froh, dass ich eine relativ kleine Community habe. Aber halt eine, die auch ein bisschen hinter mir steht. Deswegen, Leute, das ist echt Heulen auf hohem Niveau. Deswegen habe ich auch reingeschrieben, Just Chatting und danach OmmeTV. Aber Leute, Alter, es war gestern wirklich, Alter. Dann wird einem von dem hart verdienten YouTube-Geld, jeder, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, weiß, dass ich jetzt mit meinen Aufrufen, Leute, es sei denn, ich mache mal einen Prank oder so, werde ich nicht reich, ja?